Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ihr seht mich in einer ungewohnten Umgebung, nämlich in meinem Wohnzimmer. Der Grund dafür ist, dass ich kein Internet habe, wie auch schon gestern Abend, und deswegen übers Handy reingehe, übers iPhone reingehe. Gott sei Dank gibt es LTE. Also ich habe tatsächlich seit 16 Stunden mittlerweile, fast 16 Stunden, kein Telefon, also kein Festnetztelefon, kein Internet, auch kein Fernsehen, nichts geht mehr bei Kabel Deutschland. Also irgendwie ist hier große Störung Regensburg, aber auch die ganze Umgebung jammert, es geht irgendwie gar nichts mehr. Trotzdem, mit dem Handy geht es ja Gott sei Dank, deswegen bin ich natürlich heute da. Mein Thema heute ist ein bestimmter Teil von Achtsamkeit und Empathie, nämlich im Gespräch mit anderen. Und ich habe gestern Abend telefoniert, also mit dem Handy, weil es Festnetz ja nicht geht. Und habe, gut, für manche ist eh normal, mit dem Handy dauernd zu telefonieren. Ich, wenn es irgendwie geht, telefoniere ich immer noch lieber mit dem Festnetz. Aber ging halt gestern nicht. Naja, und was halt einfach bei so Gesprächen immer ganz, ganz spannend ist, meistens sind wir gedanklich bei den Inhalten, bei den Worten. Wir hören zu, was der andere sagt. Und noch viel mehr, wir formulieren unsere Antwort noch während der andere spricht. Was wir wenig tun, manche gar nicht, manche vielleicht ein bisschen mehr, ist darauf zu achten, wie geht's dem anderen gerade. Außer das Thema ist jetzt sehr stark in die Richtung, ja. Aber normalerweise, ich rede jetzt von ganz normalen Gesprächen. Wie geht's dem anderen gerade? Was spürst du, während die andere Person spricht von dieser Person? Also Empathie, aber auch achtsam beobachten. Wie ist die Körpersprache? Beim Telefonieren ist die Körpersprache nicht zu sehen. Aber über die Stimme ist vieles zu hören. Also wie hört sich die andere Person an? Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wie geht's dir dabei? Weil wir auch, außer es ist ein Thema, das das ganz stark triggert, meistens zu wenig dabei sind. Wie fühlen wir uns dabei? Wie fühlen wir uns dabei, den Inhalt zu hören? Das ist noch am ehesten da. Wie fühlen wir uns dabei, überhaupt jetzt in dieser Situation zu sein? Also mal reinzuspüren in dich selbst, wie es dir gerade geht und ob das eine Relevanz hat für das Gespräch, was das Gespräch dabei für einen Anteil hat, also sprich, wie stark du dieses Thema dich berührt, oder ist es eher der andere Mensch, oder ist es irgendwas ganz anderes, was gerade in dir abgeht, weil oft ist es ja auch so, dass wir zwar über eine bestimmte Sache sprechen, über eine bestimmte Sache sprechen mit dem Menschen. Gleichzeitig kommen uns aber Gedanken und Erinnerungen und Geschichten, die mit was, also die zwar angetriggert werden durch den Inhalt, die irgendeine Verbindung haben, die aber nicht Bestandteil des Gesprächs sind. Und auch das löst natürlich in uns was aus. Also unsere Gedanken sind ja vielfältig. Wir haben, gibt ja da unterschiedliche Zahlen, die so veröffentlicht werden, man kann es ja mittlerweile ganz gut messen, aber so 30.000 bis 80.000 Gedanken haben wir pro Tag, wovon uns nur jeder fünfte bis zehnte, auch das sind, oder das sind jetzt weitgehend nur Schätzungen, jeder fünfte bis zehnte überhaupt nur bewusst ist. Also es gibt ja sehr viele unbewusste Gedanken, durchaus auch komplexere Art, vielleicht nicht ganz so logisch und rational immer wie die bewussten Gedanken. Aber spätestens vom Träumen kennen wir das. Träume sind nicht immer logisch und bewusst und rational. Manchmal können wir trotzdem unsere Träume wahrnehmen, bewusst. Und dann merkt man, dass das manchmal auch Unsinn ist. Also Unsinn, wenn man es unter rein logischen Gesichtspunkten nimmt. Und so denken wir permanent. Nur, dass es eben im Alltag, im Wachzustand, im Normalzustand von unseren bewussten Gedanken überspielt wird und wir mehr an das Bewusste denken und weniger an das, was unbewusst abläuft. Aber das erzeugt entsprechend Gefühle, das erzeugt Emotionen und die sollten wir wahrnehmen, achtsam wahrnehmen. Denn unser ganzes Leben sind Emotionen, es geht immer um Emotionen und da sollten wir viel mehr damit, wie soll ich sagen, viel mehr reinspüren und sie nicht immer nur wegdrücken, unterdrücken oder ähnliches. Denn das ist das, was meistens passiert. Und auch bei den Gesprächen, wir sind oft mit den gesamten Gedanken bei den Inhalten und sind dabei, Gegenargumente zu finden, sind dabei, unsere Meinung dazu zu geben, unsere eigene Geschichte reinzubringen.
und achten viel zu wenig drauf, wie geht es dem anderen und wie geht es uns gerade. Denn ich glaube, dass viele Gespräche auch ganz anders laufen werden. Vor allem, ihr erinnert euch, die gestern Abend dabei waren, da habe ich ja über so dieses, was so alles Schlimmes passiert, angeblich oder tatsächlich. Und ja, es passieren Dinge. Und gestern Abend ist hier groß der Hubschrauber gekreist, weil ein 17-jähriger Syrer in die Donau gefallen ist. Und wenn man da an der Stelle reinfällt, da hat man keine Chance, selber rauszukommen. Sie haben ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Also, das sind schlimme Dinge, die passieren, die kann man nicht wegdiskutieren. Die Frage ist eben immer, wie wir damit umgehen und wie es uns dabei geht. Und da eben mal mehr in uns reinspüren, das würde, glaube ich, für jeden Einzelnen das Leben sehr, sehr bereichern. Also tut das. Und ich glaube, heute habe ich es mal geschafft. Ja, es sind noch keine 7 Minuten rum. Heute habe ich es mal geschafft, langsam zu sprechen und trotzdem fertig zu werden. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, dass mein Internet geht, weil ich um 10 Uhr ein Interview mit Birgit Quirchmeier habe, wo es um Lampenfieber vor der Kamera geht. Ja, und die hofft natürlich genauso wie ich, dass bis dahin das Internet wieder geht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe. Und wir sehen uns ja entweder um 10 Uhr beim Interview, heute Abend im Webinar. Vielleicht da noch ein ganz kurzer Hinweis. Heute Abend stelle ich die Experten vom Selbstsicherkongress alle einzeln vor und ihre Themen. Ich hoffe, dass bis dahin das Internet geht. Und dann, also es ist angeblich ein Brand auf einer Bahnstrecke, der irgendwie mehrere Kabel zerstört hat. Wohl nicht nur von Kabel Deutschland Vodafone, sondern auch von anderen. Ich hoffe, dass es eben bis dahin alles wieder geht und dass wir uns da sehen. Und ansonsten morgen beim nächsten Selbstsicher Morning. Alles Liebe euch. Einen wunderschönen Tag.